Hallo Freunde, willkommen zurück zu Evil Genius. Ich hab's jetzt offscreen ein bisschen laufen lassen, um die Forschung zu Ende zu bringen, wenigstens das. Und ich muss mich entschuldigen für die Unterbrechung zwischendrin. Real Life hat mir ganz, ganz böse Stöcke zwischen die Beine geworfen. Das ging nicht, aber jetzt habe ich wieder Zeit, ist schließlich Wochenende. Und ich schaue zu, dass das ein Double Whammy wird dieses Wochenende. Das heißt, wir holen die Episode nach. Aha. Okay, das sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg, denke ich. So, den holographischen Globus haben wir schon. Fluchtwägen wäre eine tolle Sache. Hier sind wir eigentlich auch auf einem ganz guten Weg. Die Schergengeschichten. Machen wir erstmal die globalen Aktivitäten, würde ich sagen. Das sollten wir uns gerade noch leisten können. Research has begun. Go, go. Die Soldaten sind jetzt sicher verwahrt. Wir brauchen jetzt einfach noch einen Moment, bis sie dann gewillt sind, bei uns mitzuspielen. Und wir sind eigentlich kurz davor, das Stück Tresor fertig zu machen. Bezahlt ist alles schon. Das läuft. Und unser Maximum wird größer und größer. Super. Das bedeutet, das Ding hier drüben brauchen wir eigentlich nicht mehr. Und das hier werden wir transplantieren. Das bauen wir hierher. Das wird super. Dann haben wir hier eine verstärkte Tür. Dann bringen wir noch eine Lasertür mit, würde ich sagen. Die kommt Side mit. Story begun. Schick. Jetzt sollen wir einen Riesenmagneten konstruieren. Das wird bestimmt total klasse. Okay, soweit. Und das Teil verkaufen wir. Brauchen wir ja nicht mehr. Wupp, wupp. Ein Riesen, ich mag nicht. Wo können wir den denn? Wäre das was Neues? Wäre das hier irgendwie hervorgehoben? Ich glaube, ich weiß, um was es geht. Verflixt. Verflixt. Okay. Das ist ein gutes Zeichen. Und zwar jeder Charakter hier im Spiel hat quasi eine besondere Schwäche. Sir Daniel kommt zum Beispiel nicht klar mit Killerbienen. Incendio mussten wir vor so einer Eisfalle platzieren, wenn ihr euch erinnert. Und bei Olga scheint das ein Riesenmagnet zu sein. Super, super. Erforscht haben wir die auch schon. Und wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich ohnehin vor, sowas hier reinzubasteln. Und ich glaube, ich weiß auch schon, was danach kommt. Aha, okay, das ist ein bisschen eine Überlappung, aber es ist gewollt. Das bestätigen wir. Das kostet jetzt ein bisschen Strom, aber davon haben wir zurzeit erstmal noch genug. New optional objective available. Sehr gut. Dann kostet das ein bisschen Geld, aber das müssten wir uns auch leisten können. Und wir sind immer noch nicht bei den ausgerechneten 1,2 Millionen. Weil es auch noch nicht fertig ist. Ich hatte mal kurz an mir gezweifelt. Gab übrigens ein paar ganz tolle Theorien, wie das hiermit funktioniert. Und das werden wir testen. Keine Sorge, ich weiß nicht, ob wir es in der Episode schaffen, da einen vernünftigen Test zu starten.
Aber ich werde es auf jeden Fall noch testen. Keine Sorge. Okay. Dann wird das nächste große Problem wahrscheinlich, dass wir Olga in diesen Gang kriegen müssen. Kann ich die ausschalten? Ja, ich könnte ihnen den Strom nehmen. Kann ich auch die Kameras ausschalten? Ja, kann ich. Okay, dann haben wir da schon mal eine gewisse Chance, Olga zu erwischen. Die Idee ist, dass Olga eine gewisse Anfälligkeit für diese Magnete hat. Das heißt... Wupp. Dank deiner früheren Begegnung mit Victor weißt du, wo die Familie von Atom Olga lebt. Warum gönnst du der Gegend nicht eine Katastrophe deiner Doomsday... Kostprobe deiner Doomsday-Maschine. Hervorragend. Feuere Venom auf die nördliche Hammer-Distrikte. Das ist nicht nett. Aber ja, dann müssen wir als nächstes dafür sorgen, dass Olga in diesen Gang kommt und von irgendeinem Magneten betroffen wird. Ach, das wird bestimmt total super. Na schön. Emma, du musst einen kleinen Ausflug machen. Die Frage ist jetzt natürlich... Wir haben 12 Diamanten als Treibstoff. Das ist okay. Damit kommen wir noch eine Weile klar. Kriegen wir hier? Ja, blöd. Ja, auch blöd. Irgendwie. Da hätte ich wirklich mitdenken müssen. Wäre deutlich besser gewesen. Verbinden nach 3. Das machen wir. Ich weiß, dass das nicht wirklich sicher ist, die Treppe direkt in den Tresor zu lassen. Aber... Ich muss die quasi abreißen. Das kann ich erst, wenn ich eine andere Treppe zu dem Stockwerk habe. Ich möchte das ein bisschen vereinfachen und diese Treppe da hinten entfernen. Wir haben jetzt eine hier vorne. Die ist insgesamt einfach vernünftiger. Dann können wir das ein bisschen optimieren hier. Dazu muss ich leider erstmal wieder ein bisschen zurückbauen, weil ich es einfach verdödelt habe. Ich hätte es von Anfang an richtig machen können. Aber wie ein alter Chef von mir mal sagt, wir haben keine Zeit, es richtig zu machen. Aber wir haben jede Menge Zeit, es nochmal zu machen. Also ziehen wir es durch. So, wo ist jetzt... Da ist noch ein Scherge unterwegs. Okay. Optional objective complete. Schick. Na also. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Saboteure kriegen wir eh keine. Wenn wir dann aber schon mal hier sind. Kurz orientieren. Yep, das passt soweit. Okay. Eskortieren wir die ein bisschen. Und da kommt auch schon eine Gegenagentin. Jutta Melnik. Ja, ich denke, Stufe 1 reicht. Treibstoff, das ist okay. Optional objective available. Nördliche Hammer. Ich genieße das gerade ein bisschen. Nein, Quatsch. Ist mir völlig egal. Unterm Strich, ich warte jetzt gerade drauf, dass ich von Iris die Meldung kriege, dass einer umgewandelt wurde. Weil, sobald ich den Countdown starte, passieren komische Dinge in der Basis. Und ich will, dass der Soldat umgewandelt wird. Genau darum ging es. So, da haben wir hier einen neuen Auftragskiller, der sich eine Waffe beschafft.
Die Sachen hier bleiben jetzt erstmal so bestehen. Das passt auch. Überall ist gerade ziemlich Action unterwegs. Starte Operation Kopfloses Hühnchen. Das ist nicht nett. Aber zum Glück... We get hell. Ja, zum Glück hilft die Kamera unseren Jungs und Mädels. Und da werden sofort entsprechend Leute mobilisiert. Wunderbar. Ein Schlag in jetzt. Und Geschichte. Guti. Dann müssten wir demnächst ziemlich durch sein hier. Das ist nicht nett. Der war ein Eiscreme-Fan und ein guter Schütze. Den habe ich Hand. A scheme has succeeded. UFO-Kämpferin Ahmed. Ich blicke bei denen echt nicht mehr durch. Diese ganzen Kämpfer und Kämpferinnen. Bisschen eigenartig. Yes. Time to rest my legs. All of them. Wunderbar, also beide. Guti, sind wir das Täter-Signal auf der Weltkarte? Und wir schauen Weltkarte. Und wir haben hier Täter-Signal. Dafür brauchen wir eine Stufe 4 Netzwerk. Ja, super. You know your mission, Agent Steele. Dann werten wir das mal auf, damit wir hiermit weitermachen können. Ja, jemand hat das ziemlich persönlich genommen. Nicht nett. Aber wir sind ja auch nicht hier, um nett zu sein. Jane Steele. Okay, dann habe ich, glaube ich, eine Idee. So, ganz kurz, wir machen uns blind auf dieser Seite. Kameras hier, Kameras da. Reinhold, du kriegst gleich ein Kopftuch drüber, nicht erschrecken. Wir haben hier jetzt immer noch genug Platz für die... für die Leute, die sind in der Nähe. Das ist auch kein großes Problem. Ich möchte nur schon mal testen, wie es aussieht, wenn ein Superagent in diesen Gang kommt. Und ja, bevor wir das mit Olga testen, schicken wir erstmal sie hier durch. Sie ist wirklich gut, hat tolle Werte, Kompetenz super und ich erwarte Großes. Ich erwarte nicht, dass unser Fallengang sie besiegt. Das wird nicht klappen. Wir haben auch jede Menge, ich sag mal, Nicht-Kampf-Minions. Es wären fast Zivilisten rausgerutscht. Und ja, alle, die hier durchlaufen, haben die Möglichkeit, gegen sie zu kämpfen und Alarm zu schlagen. Ich... sehe natürlich auch die Möglichkeit, dass sie jetzt einfach irgendwo hinläuft. Aber die Richtung ist mal eine gute. Die meisten scheinen sie tatsächlich einigermaßen zu ignorieren. Boink. Ja, die one-shottet unsere Minions. Das ist nicht nett. Ja, finde ich super. So. Jetzt kriegen wir das vielleicht doch noch hin mit dem Fallengang. Erstklassige Haltungsnoten, ihr beiden. Das ist schon mal nett.
Das waren 70 Schaden bisher. Sie sind natürlich ein bisschen... ja, feucht hinter den Ohren. Sie hat jetzt das Ding ausgeschaltet. Das ist in Ordnung. Es wäre natürlich klasse, wenn wir jetzt hier noch mehr Ventilatoren und Zeug hätten. Dann könnten wir sie wieder hier reinpusten. Die brauchen eine Weile, bis die sich dann wieder aktivieren können. Aber... oh, sie ist verdammt gut darin, Fallen zu sabotieren. Sie ist da mal höllengut. Das ist nicht nett. Die läuft hier einfach durch, als wäre das gar nichts. Im Ernst, das ist doch nicht nett. Naja, wir haben eine Menge Auftragskiller und auch noch ein paar Söldner und Zeug. Da würde ich vielleicht nicht gegen sie boxen. Wenn ich du wäre, würde ich gar nicht gegen sie boxen wollen. Oh, Junge. Das war eine sehr unglückliche Überlappung. Nicht nett. Noch nicht. Jetzt. Aha. Sie tanzt. Die Kamera gibt Alarm. Alle springen auf. Es müsste nur noch durchgehen und sie erschießen. Sie ist immer noch dizzy. Und immer noch dizzy. Und irgendwie sind inzwischen auch hinüber. Okay. Das Finale funktioniert wenigstens. Und wenn es für einen Superagenten reicht, dann reicht es auch für die Soldaten von Olga. Und dann reicht es bestimmt auch für die Trümmerbola. Und das Schöne ist, es ist ja noch lange nicht fertig. Da geht noch eine Menge mehr. Das könnte man so aufbauen, dass die dann wieder hier durchgepustet werden bis zum Anfang. Dann latschen die hier wieder durch und dann wieder auf der Disco. Und gerade das Finale ist richtig toll, finde ich. Okay. Zurück zur Weltkarte. Wir haben jetzt genug rumgespielt. Das ist inzwischen aufgewertet. Wir starten mal den Plan, Olga anzulocken. Oder zumindest ein Tätersignal zu senden. Ich habe zur Täterstrahlung tatsächlich neue Infos. Also für mich neu. Ihr kennt das sicherlich schon viel länger. Wie viel Geld gibt es hier? Das würde sich tatsächlich lohnen. Und die Trümmerbola ist da jetzt mal kein Hindernis, würde ich sagen. Also... da haben wir schon schlimmere Dinge getan. Ja, das mit dem Geld, das kriegen wir langsam mal was sicher in den Griff. Das heißt, wir starten dann gleich mal ein klitzekleines Experiment. So, hier drüben gibt es erstmal nicht viel. Das gucken wir uns gleich an. 124.000, dann geht die Region zu. Für 15 Berichte, das ist okay. Die Berichte haben wir eigentlich erstmal noch genug. Dann räumen wir mit 20 Berichten die Geschichte wieder voll. Na, also wir sind über 1 Million, Erfolg gab es auch. A scheme has succeeded. Dann könnten wir... das ist ein bisschen arg. Das muss nicht sein. Okay, soweit. Tätersignal sind sie immer noch nicht dran. Ach ja, ich wollte nur noch erzählen, was ich rausgefunden habe zur Täterstrahlung. Ich
Ich habe ein Video geguckt zu Star Trek über Warp-Antriebe und so weiter. Und die haben behauptet, dass Theta-Strahlung ein Abfallprodukt ist von Materie-Antimaterie-Reaktionen, die im Warpkern stattfinden. Haha! Das heißt, im Prinzip könnten wir mit Olga das gleiche machen wie mit einem defekten Warpkern. Einfach ausspucken und warten, bis es platzt. Wäre doch ein Plan, oder? Ich sehe nicht, was dabei schiefgehen könnte. Ich warte mit der Forschung im Übrigen gerade absichtlich, weil ich davon ausgehe, dass da gleich wieder was kommt. Dann haben wir jetzt direkt eine Olga im Unterschlupf. Das ging etwas schneller als erwartet. Aber sie kommt durch den Hintereingang. Anscheinend. Na gut, die üblichen Level 9er. Und davon auch noch eine Menge. Knifflig wird das diesmal, weil wir natürlich... warten müssen, bis sie hier durchkommt. So. Du. Hierher. Da ist sie. Und die will ich diesmal tatsächlich in der Nähe haben, wenn es geht. Gekämpft wird dann, denke ich, auf dem Discofeld. Wenn alles klappt. Deshalb wäre es mir eigentlich recht, wenn sie vorher noch durchkommt. Beweg dich. Schneller, schneller, schneller. Und wir sollten hier noch ein paar Zonen entfernen. Läuft. Iris? Go, go. Macht nicht sowas. Ihr macht mich sehr unglücklich. Das ist natürlich jetzt ein kleines Problem. Wir müssen jetzt warten, bis Olga sich bis zu einer Magnetfalle durchgekämpft hat. Das kann eine Weile dauern. Ja, ja, ja. Oh, nö. Oh, das wird furchtbar. Immerhin sorgt Reinhold dafür, dass nichts angezündet wird. Das hat schon mal viele Vorteile. Of your minions before I would have to start trying. I came here to find a real challenge. Will you give it to me or not? Iris. Stop. Iris unit. Respond calculating optimal route. Ich will nicht, dass du jetzt auch noch die Stockwerke wechselst. Bleib bitte verfügbar, Iris. Alles andere wäre sehr blöd. Na, immerhin habt ihr sie schon mal ein bisschen gekitzelt. Warum müsst ihr noch mehr Leute zusammenziehen? Lasst sie doch einfach. Ich habe extra die Bereiche... Pass mal auf. Ich kann denen nicht mehr sagen, dass sie das ignorieren sollen. Ah. Furchtbar. Eli. Ich brauche dich hier. Iris, wozu gehörten? Ich ahne Schreckliches. Ich hab's gewusst. Iris, du wertloser Haufen Bolzen. Das gibt's gar nicht. Boah. Ja, besonders im Kopf. Sei clever, bleib liegen. Ich hab's ihm gesagt. Furchtbar. Nein, nein, nein. Okay, was auch immer. Here I come. Und wo ist Iris schon wieder hin? Awaiting command. Die ist noch weiter nach unten gegangen. Affirmative. Das gibt's gar nicht. Okay, da haben wir schon mal die ersten Leute bei den Haien. Warum nicht? Olga ist im
Gang. Olga ist im richtigen Gang. Sehr schön. Vielleicht wollt ihr euch nicht alle einfach davor schmeißen. Ach, wisst ihr was? Iris, wenn du jetzt noch weiter nach unten gegangen bist, flippe ich aus. Dieses Ding ist sowas von unnütz. Compliance. Das macht die mit Absicht. Die sieht, dass hier gekämpft wird. Och ne, dann könnte ich ja gebraucht werden. Ich schleich mich mal davon. Die Frage ist, klappt das jetzt noch mit Olga oder nicht? Sieht im Moment eigentlich nicht danach aus. Sind jede Menge tote Wachen. You hate to see me go. This is serious. The best you have to throw at me? You disappoint me. Wie schön. Oh, komm schon. Wie schwer kann es sein, dass sie in eine Magnetfalle läuft? Wie schwer ist es für euch, einfach mal sitzen zu bleiben? Ah! Yeah, you got it. Iris Unit responding. So, träume ich das oder kommt sie langsam wieder? Na also, richtiges Stockwerk wenigstens. Es fehlt nur, dass Sandy und Jubei einzeln hier reinrennen. Was passieren kann. Okay, diese Felder sind nicht so nützlich, wie ich gehofft hatte. So gar nicht. Ja, du bleibst erstmal hier. Wo ist jetzt schon wieder Eli? What do you need? Nicht runtergehen. You hate to see me go, but you love to watch me move. Wenn ich so weitermache, dann ziehe ich euch die Erlaubnis, Treppen zu benutzen. Ja klar, renn doch einfach an den Fallen vorbei. Das funktioniert gerade auch nicht mehr. Ja, irgendwie probieren wir das ein anderes Mal nochmal. So weit, so gut. Dann holen wir als nächstes noch Jubei dazu. Feel my release. Der ist schon down. Hurra. Ja, da verlieren wir eine ganze Menge Wachposten an Olga. Und gebracht hat auch nichts, weil, naja, die Fallen sind immer noch irgendwie nicht wirklich aktiv. Hurra. Hervorragend. Es läuft soweit. Ich meine, wir werden sie besiegen. Daran habe ich keinen Zweifel. Trotz dem ganzen Dummfug hier, aber... Gerade mit den Fallen, das ärgert mich gerade so richtig. Dass Olga da einfach rüber marschiert. I have reports of an intruder. Oh Junge, Incendio kommt. Das ist dann immerhin schon mal noch ein bisschen Unterstützung hier für Iris. Iris hat die Aufmerksamkeit von halb Russland. In der Tür zu kämpfen ist natürlich nicht ganz optimal.
Oh, bitte vorsichtig, nicht, dass du anfängst, Leute zu killen, die nicht gekillt gehören. Ja, das Disco fällt, ich weiß. Incendio wird auch gleich noch die Tür knacken. Halb so wild, würde ich sagen. Ja. Im Moment ist alles noch gut. Mit Ausnahme der Sache mit den Magnetfallengeschichten. Ich weiß auch gerade nicht, wie ich das noch retten könnte. So, und dann haben wir jetzt natürlich auch noch jede Menge Minions, die hier weg wollen, weil, ist klar, hier wird viel gestorben. Ja, so wie ich das abschätze, ist sie jetzt unverwundbar, bis ich sie fange. Was natürlich passieren wird. Oh, wenn es so weitergeht, verlieren wir die beiden noch. On my way. Your only winning move. Hi. So, dann kriegen wir die beiden vielleicht weg. Dann würde ich mir wünschen, dass Iris vielleicht doch noch hierher kommt. Hört doch auf mit... Oh, Junge. Das wird furchtbar. Okay, passt auf, wir probieren das noch irgendwie zu retten. Das funktioniert so nicht. So müsste das aber... Wenn ich jetzt noch die richtige Taste treffe... Komm, irgendeiner baut das Ding kurz um. So ist recht. Okay, und ich glaube, wir holen noch Emma dazu. Weil ich echt Angst habe, dass wir Chubei und Eli verlieren, wenn es so weitergeht. Außerdem können wir mit Emma angeben, dass solche Bauarbeiten hier bevorzugt werden. So weit, so gut. Geht doch nicht in den Kampf rein, ihr Dödel. Baut doch einfach. Oh, das wird richtig hässlich. Also Olga war vorher schon schlimm. Aber eine unverwundbare Olga ist irgendwie ein bisschen Overkill, finde ich. Okay, Energieumleiten wird irgendwann auch wieder verfügbar. Dann ist Iris noch unverwundbarer. Okay, nein, nicht wieder reinkommen. Put, 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 put. Nicht umdrehen. Nein, komm.
Das ist fast egal, was ich der sag. Ja, ich auch. Ich auch. Ja, super. Da oben geht der Magnet. Warum laufen die ganzen... Ja, die wollen das Zeug aufräumen, glaube ich. Was wirklich klasse ist. Priorität erhöhen kann ich auch nicht. Ja, da habe ich das Gefühl, dass Olga uns einfach total zerlegt. Mal wieder. Ach man. Manchmal hasse ich das Spiel. Warum ist sie da einfach durchgelaufen? Die Fallen hat sich interessiert. Keiner hat die Fallen ausgeschalten oder irgendwas. Warum ist sie jetzt unverwundbar? Ich kann sie doch jederzeit widerrufen. Es ist viel wichtiger, dass sie jetzt unverwundbar ist, weil man sie nur so besiegen kann. Und dabei zerlegt sie die komplette Basis, weil die Minions zu dämlich sind, Befehle umzusetzen. Ich meine, Iris wird auch mit einer unverwundbaren Olga fertig, aber irgendwann muss halt das Ding hier gebaut werden, wo sie inzwischen wahrscheinlich nicht mal mehr in Reichweite ist. Also probieren wir es noch so. Immerhin wurden die Schergen noch bezahlt. Das heißt, die Buchhaltung funktioniert noch. Energie umleiten ist schon wieder verfügbar. Sehr gut. Mal gucken. Vielleicht prügelt sie sich einfach langsam Schritt für Schritt immer weiter die Basis runter. Und wenn sie dann wieder rausgeht, weil alles tot ist, dann läuft sie vielleicht in so eine Falle. Merkt man, dass ich ein bisschen frustriert bin? Okay, ich würde sagen, das beschleunigen wir jetzt mal. Vielleicht passiert doch noch irgendwas. Come on.
Okay, ich glaube, ich habe erstmal genug. Das war jetzt viel zu viel Schwachsinn in einer Episode. Ich muss jetzt erstmal über ein paar Dinge nachdenken. Ein paar Fehler in meinem Leben, wo ich falsch abgebogen bin. Okay. Mal gucken. Ich werde... Ja, ich werde mal ein paar Sachen in Discord schreiben. Das heißt, ihr werdet Discord wahrscheinlich sehen, bevor ihr die Episode seht. Aber dann wisst ihr wenigstens, wo der Schwachsinn herkommt. Dass du nicht in diese Todesfalle gehst. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns vielleicht in der nächsten Episode. Wenn es noch eine gibt. Frust ist gerade viel zu groß. Bis zum nächsten Mal. Dann macht's gut, haltet ihr uns steif. Ciao, Freunde.